Willkommen zurück auf meiner Ranch. Wir sind beim Landwirtschaftssimulator und Johnny möchte sich jetzt mal an den Gärresten versuchen. Ich habe gestern hier die Strecke weitergebaut. Das heißt, er könnte eigentlich hier die Gärreste abholen. Das müssten... Zeigst du mir das nicht an? Doch, hier. Da, Gärreste. 100.000 Liter sein. Okay. Hast du schon aufgeladen? Dachte, du brauchst schneller. Bleib mal hier. Ach, dieses Schnelllaufskript gibt... Johnny? Ach! Ich trottel! Ich trottel! Ich habe natürlich jetzt um Curseplay gestartet. Und nicht, wie es sein sollte, unten den bitte aufladen. Also. Das ist aktiviert. So muss es sein. Genau. Holen, bringen, tralala, bitteschön. Und jetzt sage ich von hier aus. Hat keiner was gesehen. Jetzt sage ich von hier aus, willkommen zurück auf meiner Ranch und wir gucken mal Johnny bei den Gärresten zu. So, ich hoffe aber mal, dass er das jetzt hinkriegt. Sollte ja nicht allzu schwer sein. So, genau. Warum fährst du eigentlich so langsam? Ich habe extra einen etwas größeren Abstand gemacht. Die Kurve kannst du schleichen. So. Das war nicht gut, Johnny. Moment. Ich habe das richtig gestartet. Die hat selber umgeschaltet. Ich mache holen. Bringen. Der fährt zu Feld D und übergibt dann an den. Ach, oder habe ich wieder den falschen Modus gemacht? Ja, ich habe den falschen Modus gemacht. Hört auf zu lachen. Ich lerne das irgendwann noch. Ich verwechsel die beim Modi immer wieder, weil das ja immer wieder holen und bringen ist. Aber das holen bringen ist, wenn ich vom Feld zum Hauptsilo mache. Und wenn ich zurück mache, dann, ja, dann brauche ich das. Gärreste aufladen und abliefern an Feld D. Nee, umgekehrt. Umgekehrt. Mein Ziel ist Feld D und holen tue ich das Zeug bei Gärreste aufladen. Dann übergebe ich natürlich. So. Willkommen beim Landwirtschaftssimulator auf meiner Re... Sag mal. So, Klappe die 25. Willkommen beim Landwirtschaftssimulator auf meiner Ranch. Und bitte, ja, die Gärreste nicht hier aufladen und die wieder reinmachen, das ist die Molkerei. Die will Milch haben. So. Genau. Ah, jetzt lädt er auf. Warum habe ich hier den Punkt eigentlich da hinten hingestellt? Jetzt fährt er nach Feld D. Sehr gut. Ja, das könnte ich hier noch ein bisschen angleichen. Ups, das ist zu schnell geworden. Der muss da rüber. Eigentlich haben wir geschafft.
Muss ich mir vormerken. Und jetzt fährt er zu Feld D. Alles klar. Danke, Johnny. Dann kann ich ja mal wieder auf das Übliche gehen und gucken, wer hier was braucht. Produktivität ist immer noch auf Null, weil ihr kein Wasser hattet. Jetzt habt ihr 15.000 Wasser. Gut. Gülle, Stroh, Futter. Das muss auch einmal reichen. Produktivität, Gesamtkapazität, Gras. Das werde ich jetzt machen. Okay, er fährt rüber. Erster Wegpunkt. Alles klar. Und die 100.000 Gärreste sollten eigentlich reichen jetzt. Für das eine Feld dann. Gut. Dann, Johnny. Ach, apropos, sollte reichen. Die letzte Folge haben wir damit beendet, dass ich in meine Produktion hier oben hier Mischration reingeschottet habe, das Kraftfutter. Da habe ich jetzt 12.000 Liter drin. Ich hoffe, das reicht eine Weile. So, Silage ist okay. 300.000 Silage. Da kann ich doch eigentlich hier oben die Grassilage deaktivieren und heb mir die 200.000 Gras auf. Was du noch verbraten kannst, ist die Heusilage, weil Heu brauchen wir nicht mehr. So. Gut. Und ich hole jetzt das Gras für die Schafe. Genau. Da war's. Eigentlich müsste es doch gehen, dass ich seitlich ablade. Du bist auch ein guter Schafstall, oder? Genau. So. Und dann wollte ich Schweine verkaufen. Das steht auch noch auf meiner Liste. Wie weit reicht euch das jetzt? 33.000? Da kann ich doch mehr reinkippen. Nein, 30.000 werden euch reichen. Was ist mit dir hier? Hast du dich berappelt, Johnny? Komm, ich lasse dich noch eine Runde fahren. Der will schon wieder? Warum biegt der so weit rüber? Der soll jetzt hier, diesen Weg hier soll er nehmen. Der fährt hier auf die Hauptlinie und fährt jetzt hier rum und fährt dann hier rüber. Zack. Und du fährst nicht da lang. Warum, Johnny? Wo willst du da lang fahren? Da ist nichts. Zeig mal. Standard. Fahrtplanung begrenzt. Parken im Feld ist egal. Wo ist dein Path-Fandy? U-Turn. Kannst du machen. Review-Oni, ja, ist klar. Recall. Red-Line-Position, weiß ich jetzt nicht.
Zeigt mir jetzt hier Pathfinding an. Warte mal. Fülle der Gerät zuerst. So, wenn ich das jetzt mache. Ach, jetzt macht das. Jetzt macht das. Toll. Freut mich. So. Wie kommst du zurecht? Warte mal, warte mal, warte mal. Machst du gar nichts? Wieso ist denn hier schon gedüngt? Da war... Hier habe ich doch noch gar nicht gedüngt. Hier war da gar Gras drauf. Hör mal auf, Johnny. Hör mal auf. Wieso ist hier gedüngt? Okay. Weißt du was? Spar dir den Quatsch. Ist ja schön, dass hier gedüngt wird. Aber ich weiß nicht. Na gut. Dann kann ich hier als nächstes anfangen mit Steine sammeln. Ah nee, erst pflügen. Erst pflügen, dann Steine sammeln. So, pflügen übernimmt der Dicke. Da bist du. Ihr habt gesagt, ich soll mich wegen dem mal wegen größeren Frontlader umgucken. Nee, halt. Gepflügt haben wir. Deshalb wundere ich mich ja, dass gedüngt ist. Weil solange Gras drauf ist, war ja nur halb. Oder zählt Gras unter Pflügen als Düngestufen? Okay. Okay. Dann hat sich das Thema erledigt. Der kommt jetzt der Steinfresser. Also. Und jetzt kommt nämlich der andere Modus. Jetzt musst du mich von Feld D holen. Und musst abladen an. Steine abladen? Steine, genau. Unendlich mal. Und du kriegst Feld D, Kurs laden. Steine sammeln. Steine, Feld D, Steine, Feld D. Übernehmen, erster Wegpunkt, danke. So. Okay. Tschüss. Du? Dir geht's gut. Du hast das Gras abgeliefert. Ah, er liefert Wasser ab. Warte, warte, warte. Bleib mal stehen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er begriffen. Jetzt hat er es begriffen. Na gut.
soll mir recht sein. So. Ach so. Stopp. Wasser. 200.000 Liter haben wir hier schon drin. Apropos, mir fällt gerade ein, wir hatten ja Monatswechsel. Muss ich da... Ja, Erdbeer muss ich rüberschaffen. Oh, Schokolade. Und ich muss auch den Stoff verkaufen. Hätte ich ja fast vergessen. Okay. Ich bringe ganz schnell das Wasser rüber. Und dann gibt's Geld. Hopsa. So. Sag mal, bist du... Don't drink and drive, oder wie das so schön heißt. So. Dir geht's gut. Du bleibst hier. Du. Du hast gesagt, du kannst schnell fahren. Hör zu. Du nimmst jetzt den großen Trailer. Und dann bringen wir Stoffe weg. Ich glaube, wenn du die sauberen Hemdchen da mal rauflegst, dann sollten wir die mal sauber machen. Der kann ja auch volle Pulle fahren. Genau. Mal ein bisschen hier so tun, als ob wir den sauber machen. Damit die Stoffe nicht dreckig werden. Sonst kaufen die uns die nicht ab. Okay. Jetzt wird's lustig. So, Steuerung 1. Und wir wollen rausgeben. Kleidung. Ach, 10 Paletten hat er nur. Da hätte ich ja den kleinen Truck nehmen können. Den da. Okay, ich brauche erstens mehr Wolle. Zweitens, naja, wenn die zweite Spinnerei läuft, könnte ich eine dritte Näherei. Wo gehen die eigentlich hin? Ins Einkaufszentrum, oder? Einkaufszentrum. Da. Ach, guck mal. Jetzt, wo er gelernt hat, dass er hier den kurzen Weg nehmen kann, ist er schon wieder auf dem Rückweg. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das Debug was am Pathfinding verändert. Ich dachte, das sind nur die Kontrollinstanzen. Wir haben jetzt 66.000 und machen daraus. Wow! 180.000. Das hat sich gelohnt. Ich will eine zweite Näherei haben. Die ganzen Früchte und so weiter. Bringt alles nichts. Das hier bringt's. Das hier bringt it money. Und jetzt verkaufe ich noch die Schweinchen. Da gibt's heute wenigstens Wurst auf dem Teller. So.
Gut. Aber er zeigt an, dass er hier gesprüht hat. Kapiere ich jetzt nicht. Jetzt zeigt er auch zum Teil an. Hm. Aber er hat, seht ihr das? Ist komplett dunkelblau, also. So viel gemacht haben kann er nicht. Okay. Du. Wie viel haben die Kühe jetzt eigentlich? Wasser. Da. Wasser ist voll. Ach, hier sind nur noch 5000 Liter drin. Sicher jetzt erst. Kannst du die hier oben noch abliefern? Ja. Okay. So. Den Trailer stelle ich hier ab. Und Schweine verkaufen. Der Trailer steht bei den Schafen. Oh, der Schweinestall ist immer noch offen. Wenn ich nicht aufpasse, dann brauche ich die gar nicht verkaufen. Dann verschwinden sie von alleine. Ja, jetzt hat er richtig. Genau so wollte ich es haben. Genau so. So, welche waren das? Reproduktion waren auf 0% und 0 Monate. 9 Monate Reproduktion, 0%? Nein. Hier, 29 Monate Reproduktion. Auswählen. Okay, dann haben die sich nämlich gerade reproduziert. Die kann ich auch wegbringen. Ja. Alles klar, wir fahren also zweimal. So. Und Vollgas. Aber ich würde sagen, da kommen wir in der nächsten Folge an. Ich sag von hier aus Dank fürs Zuschauen. Dank für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later.